Ich musste meine Schule abbrechen in einem gewissen Alter. Mit 16 Jahren musste ich abbrechen, weil ich nicht beim BDM war. Das ist ein Sonderfall. Mein Vater hat mir einfach keine BDM-Uniform gekauft und hat gesagt, du gehst mir nicht zu BDM. Und Sie Vater, wären aber gerne gegangen? Ich wäre gerne gegangen. Es war eine Jugendbewegung, die uns Junge alle begeistert hat. Wir haben ja keine andere Ideologie kennengelernt. Ja? Uns ist ja eingepeitscht worden. Ihr seid die Zukunft unseres Volkes. Mit euch werden wir die Welt erobern. Ihr seid die blonde Rasse. Wir wollen ja die andere Rasse aussperren. Also wir wollen ja nicht, das war ja diese Ideologie, die Rassenideologie. Und ich war zufällig auch noch ein blondes Mädchen, nicht? Mit blonden Zöpfen. Wieso? Naja, also jedenfalls war das sehr schwierig für mich, weil ich aus der Klasse, in der Klasse isoliert war. Wir waren nur zwei Mädchen in einer Klasse mit etwa 25 Mädchen, die nicht zum BDM durften. Also war ich immer benachteiligt. Wenn die anderen Mädchen, meine Klassenkolleginnen, zum Aufmarsch gegangen sind oder, naja, sowas, dann durfte ich nicht mitmachen, weil ich ja nicht beim BDM war. Dann musste ich in die Schule und musste Arbeiten machen in der Schule. Aber das hat sich dann geändert. Mein Vater hat dann nachgegeben, hat gesagt, also das ist eine Ausgrenzung, die ich meiner Tochter nicht zumuten kann. Da bin ich auch zum BDM gekommen und war sehr glücklich dabei.